Und damit willkommen zurück zu Mario Kart 8 Online. Ja, ein kleines Special könnte man quasi sagen, denn das ist heute der 50. Part. Und somit auch schon seit etwas längerem mein längstes Projekt of all time, genau. Ja, und wir sind hier gerade auf Vancouver unterwegs. Und wie ihr seht, habe ich mal wieder Cooper gewählt, weil ich da mir so komme. In letzter Zeit ist hier nur Rosalina, du könntest mal ein bisschen Abwechslung gebrauchen an der Stelle so gesehen. Also habe ich schon mal für den Schildkröterich entschieden. So. Ich bin auch gestern ein bisschen privat mit ihm gefahren, um mich ein bisschen wieder einzuspielen. Da habe ich auch ein paar Punkte gemacht. Also erst habe ich ein paar viele Punkte minus gemacht. Und den wollte ich eigentlich halten, aber egal. Ich habe da ein paar viele Punkte minus gemacht, weil ich nebenbei noch gerendert habe. Und das hat die CPU mal wieder ein bisschen lahm gemacht, sodass ich quasi von Wand zu Wand gefahren bin. Aber nachdem der Rendervorgang dann abgeschlossen war, dann war Minimum vierter Platz. Und immer drin, merkt mich. So. Also quasi so bin ich gefahren die ganze Zeit. Okay, jetzt ein bisschen aufholen wäre gar nicht mal so übel, wenn ich ehrlich bin. Oh, komm. Nimm das. Oh, ich bin safe, ich bin safe, ich bin safe. Ich hatte kurz Angst, dass ich aus Versehen nicht einfach mit dem Finger gegen die Leertaste gekommen. Dass ich die Aufnahme beendet habe, aber es läuft auch alles, das ist gut. Ein neues Item. Also runter hier. So, Stern an. Und ja, ursprünglich war mein Plan, dass ich einen Gast einlade. Also ich habe erst eine Person angefragt, mit der ich noch nie was zusammen gemacht habe, aber mal machen wollte. Ja, das war letzte Woche ungefähr. Bei Twitter eine PN geschrieben, keine Antwort bekommen und ich bin dumm, ich wurde getroffen. Also ich habe da bei Twitter eine PN geschrieben. Leck mich. Und das. Also Twitter PN geschrieben, keine Antwort bekommen, dann nochmal über eine andere Plattform geschrieben, auch keine Antwort bekommen. Diese Person ist seit knapp über einer Woche nicht mehr online gewesen überall. Also ja. Vielleicht kommt irgendwann nochmal was mit dieser Person, aber erstmal nicht. So, dann habe ich gestern die nächste Person angeschrieben. Die hat mir dann heute Morgen geantwortet und hatte leider zu tun. Das war okay. Ich würde gerne mit dieser Person mal wieder was machen. Ich nenne jetzt eigentlich nochmal an der Stelle meinen Namen, aber hat halt zu tun. Kann man nichts machen, hätte ich früher fragen müssen. War an der Stelle auch irgendwie quasi meine Schuld. Aus dem Weg, aus dem Weg. Neunter. Das gibt minus. Minus 6, ja, ihr seht, da habe ich ein paar Punkte plus gemacht. Ja, und da habe ich noch eine dritte Person gefragt, die mir aber nicht geantwortet hat. Nächstes Rennen. Weiter geht es auf dem Bohutal und ja, dann können wir auch mal mit dem Hauptthema des heutigen Parts anfangen. Und zwar habe ich überlegt, wir können ja mal wieder über kommende Projekte reden. Das tun wir ja alle ganz, ganz gerne, ne? So, aktuell läuft hier Zelda Oracle of Seasons bei mir auf dem Kanal. Das läuft ja nur so, ja, semi-erfolgreich. Also empfehle ich euch an der Stelle mal da alle vorbeizuschauen. Das ist ganz lustig. Auch wenn ich mich teilweise, vor allem in den Dungeons, ganz scheiße anstelle. Aber außerhalb der Dungeons bin ich ganz souverän unterwegs, würde ich fast schon mal behaupten an der Stelle. Also ja, die letzten paar Parts, also die letzten beiden, wo ich nicht im Dungeon war, die haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht. Aber der davor, wo ich halt im Dungeon so ein Problem hatte, der war ein bisschen ragig. Aber das ist ja auch mal okay. Und ich hoffe auch, dass ich eine kleine Lernkurve in dem Spiel haben werde, so dass ich auch nochmal ein bisschen steigere. Das wäre auf jeden Fall ganz töftig schon. Und ja, also wenn wir schon mal beim Thema sind, Zelda ist ein guter Stichpunkt, denn ich erinnere mich, ich habe neulich meinen ersten Mario Kart Part mal wieder gesehen, da habe ich auch davon geredet, dass ich dieses Spiel eventuell gerne Let's Playen wollen würde. Und zwar Skyward Sword HD, das habe ich zu dem Zeitpunkt privat gespielt. Bin aufgrund der Let's Plays aufhören müssen, wegen Zeitmangel. Oh Gott. Ja, spielst du mit meinem Charakter, geht alles schlecht, so läuft das doch. Auf jeden Fall, ja, das würde ich eventuell irgendwann mal bringen wollen jetzt, da ich gerade so ein bisschen Bock auf Zelda habe. So, gib mir Kugel, Willi. Ist ja nett. So. Also Skyward Sword hätte ich Bock. Und das wäre ganz schön töfte. Und ich hätte auch gern Kugel, Willi, aber bei meinem Glück. Spannend.
Ich war kurz Siebter. Ist also gar nicht mal so schlecht, dass ich da runtergefallen bin. Und, ja, Elfter. Ah, da machen wir wieder ein paar Punkte minus, aber dafür haben wir ja im letzten Part ordentlich plus gemacht und ich habe ein bisschen Offscreen plus gemacht, also nur so semi-schlimm. Nächstes Rennen. Weiter geht es auf dem Schneeland, eins meiner Lieblingsstrecken und ja, Skyward Sword wird auch irgendwann mal kommen, aber ja, jetzt nicht so direkt nach Oracle of Seasons, da wird schon ein bisschen was zwischenkommen. Also wenn es klappt, wird auf jeden Fall, das habe ich ja schon ein bisschen länger vor, nach Oracle of Seasons die Sims 2 kommen. Ja, das möchte ich ja schon ein bisschen länger bringen eigentlich, aber da hat es halt immer an der technischen Seite von OBS her gescheitert, da ich das Spiel irgendwie nicht aufnehmen konnte. Aber ja, ich glaube Dizzy oder Dennis haben mir den Tipp gegeben, dass ich doch ein Vollbild aufnehmen könnte anstatt Spielaufnahme. Das werde ich dann auf jeden Fall mal probieren, ob das klappt, weil wenn ja, wird Sims 2 kommen. Ich wollte hier ursprünglich die komplette Sims-Reihe von Anfang an spielen. Sims 1 kriege ich aber bei mir leider nicht zum Laufen. Ich habe das zwar hier, aber das läuft halt nicht. Ich habe mir da mal so ein Patch runtergeladen, der das zum Laufen bringen könnte. Da müsste ich mal schauen, ob ich das eventuell installiere, weil wenn ja, wird Sims 1 vorher kommen, aber wenn nicht, Sims 2. Weil darauf habe ich Bock. Das Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich bin ja ein großer Sims-Fan. Und ja, dann irgendwann Sims 3, Sims 4. Wenn Sims 5 irgendwann rauskommen sollte, auch Sims 5 von mir aus, aber. Okay, dann habe ich halt einen roten als Schutz. Ist mir auch Wayne an der Stelle. So. Und ja. Neben der Sims-Reihe, das steht ja auf jeden Fall schon fest. Das habe ich ja damals am 50 Abonnenten-Special angekündigt. Damals letzten Dezember. Das wird dieses Jahr auf jeden Fall festkommen. Und zwar Richtung Dezember wird starten Mafia 2. Ja. Welche Version weiß ich noch nicht, weil ich habe das hier einmal in der Definitive Edition für die Xbox. Und einmal in der klassischen Version für die PS3. Und da ich die klassische Version noch nie gespielt habe, tendiere ich ja eher zur Xbox-Version. Aber die Frage ist, wird das flüssig bei mir laufen, wenn ich von meiner Xbox aufnehme? Weil das habe ich noch nie gemacht. Schweine! Ja, so kurz vor Ziel nochmal. Dann drifte ich mich mal nach vorne vielleicht. Hoffentlich mache ich noch einen Platz gut oder so. Ja, das sieht gut aus. Schwanz. Ich dachte, ich werde 6, aber hey, plus 5 kriegen wir auf jeden Fall. Wir sind dann wieder bei den 4900. Ja. Nächstes Rennen. Weiter geht es auf meiner Strecke und zwar Amsterdam und ja. Mafia 2, darauf freue ich mich persönlich ja schon sehr doll. Das wird auf jeden Fall Dezember kommen, weil Mafia 2 ist für mich halt so ein winterliches Spiel, weil am Anfang ist ja auch Weihnachtszeit, also Winter zumindest, also da liegt Schnee und das finde ich auf jeden Fall ganz töfte. Und ja, darauf könnt ihr euch freuen. Und dann im nächsten Jahr wahrscheinlich wird dann auch schon ein weiteres Spiel kommen, das ich zwar noch nie angekündigt habe, aber es ist irgendwie klar gewesen, dass ich das spielen werde, weil ich die Vorgänger auch gespielt habe, und zwar Asterix und Obelix XXL 3, ja! Das Spiel ist zwar ja ein bisschen anders als die ersten beiden Teile, also das ist ja eher so, ja, Vogelperspektive, kein Jump'n'Run mehr, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Spielart. Aber ja, privat habe ich das zwar noch nicht durchgespielt, ich kam damals im vorletzten Level, wusste ich nicht, wo ich weiterkomme, aber diesmal werde ich das auf jeden Fall schaffen mit euch zusammen. Und darauf freue ich mich tatsächlich schon ein bisschen. Ich mag ja die Asterix und Obelix Spiele, abgesehen vom Boss aus dem ersten Teil, den finde ich ja blöd. Ah, darauf kann man sich dann auch freuen, in die Richtung Ostern dann wahrscheinlich. Und ich fahre mir hier wieder was zusammen. Hey, man kann hier hoch, wusste ich gar nicht. Cool. Oh, nach vorne damit, nach vorne! Aua! Die Legs are crash! So, Asterix, Obelix, Mafia 2, Sims, das habe ich schon gesagt, Skyward Sword, was dann nochmal aus der Retro-Ecke vor. So schnell zwei Blitze, Cheetah! Was dann nochmal aus der Retro-Ecke kommen wird, also Richtung, ja, Super Nintendo, da hätte ich, das habe ich auch schon mal angekündigt, ich hätte Bock, Donkey Kong Country zu Let's Playen, ja. Das wird dann wahrscheinlich auch irgendwann dieses Jahr, nächstes Jahr oder so kommen. Das werde ich dann irgendwann auf jeden Fall spontan mal zwischenschieben, wenn ich ein bisschen Flaute habe und ich weiß, was ich bringen soll.
Oh, und ja, zum Aufnahmezeitpunkt genau in einer Woche kommt ja Mario Bros. Wonder raus. Das werde ich natürlich auch let's playen. Allerdings nicht direkt zum Release. Also ich werde mir das zum Release zwar kaufen, aber nicht let's playen, weil ja, es ist ein Release-Let's Play vom großen Titel und das läuft dann wahrscheinlich bei den ganzen anderen Let's Playern. Also Domtendo, Let's Play Markus, Wollo, Looks Like Link. Ja, die werden halt ja dann spielen und ich will ja auch ein bisschen was von meinen Klicks abhaben, also werde ich das dann kurz danach spielen. Nächstes Rennen. Zum Finale nochmal auf Toads Autobahn und dieser Moment da, der sieht ein bisschen aus wie Chief Crawford von Paradise PD. Wollte ich nur kurz erwähnen. Ja, zu Mario Bros. Wonder kann ich noch so ein bisschen sagen. Ich werde mir das auf jeden Fall gleich erstmal vorbestellen. Ich habe vor der Aufnahme nochmal geguckt. Ich wollte ursprünglich diese Version mit dem Stressball haben. Die ist irgendwie jetzt bei Amazon ausverkauft. Also würde ich mir das Standardspiel kaufen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Oh, dann werde ich mir das auf jeden Fall ordern, damit ich das Release habe. Ich wollte hochfahren, aber ich bin zu dumm dafür. Und ja. Dann werde ich das privat vielleicht ein bisschen anspielen, wenn ich sogar durchspielen und dann irgendwann mal das Let's Play nachreichen. Also, wenn dann die ganzen Release-Let's Plays abgelaufen sind, dann, wenn es noch Leute gibt, die das gucken wollen, dann habe ich auf jeden Fall die Chance, so ein paar Klicks zu machen. Ja, und da schützt die kleinen Let's Player und so. Der Apple ist voll klickgeil! Wenn ich klickgeil wäre, hätte ich nicht beide South Park-Spiele gebracht. Das dazu auf jeden Fall an der Stelle. So, ich werf mal alles so ein bisschen nach vorne, so. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen treffen, so. Und ja. Dann kann ich noch so ein bisschen was Privates erzählen. Und zwar habe ich, wenn ihr diesen Part seht, also hatte ich das schon, habe ich am Samstagmorgen ein Date. Ja. Ich habe da eine bei LaVou kennengelernt, nachdem ich LaVou ja eigentlich gelöscht habe, aber dann irgendwann dachte so, komm, lad sie nochmal runter. Vor 2 Minuten hatte ich ein Match mit ihr, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, Nummern irgendwann ausgetauscht und ja, jetzt treffen wir uns. Und ich freue mich, sie ist nett und so, sie ist auch, ja, vom Verhalten her so ein bisschen wie ich, sie zockt, wir hören ähnliche Musik. Und ja, ich hoffe, das wird was, aber da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, sie kennenzulernen. So, da haben wir ja erst geplant, uns in einer Stadt zu treffen, die ja quasi in der Nähe von uns, in der Nähe von mir ist es ja nicht wirklich, aber quasi, wenn wir Dreieck wären, wäre die Stadt die Spitze. Boah. Ah, da wäre dann das Problem, dass ich erst in die andere Stadt mit dem Bus fahren müsste und dann da quasi in die Bahn umsteigen. Und das wäre dann eine Stunde Fahrzeit, also haben wir uns doch für eine andere Stadt entschieden, die quasi auch bei uns tatsächlich in der Nähe ist und da könnte ich auch dann direkt durchfahren. Und da treffen wir uns dann in so einem kleinen Café und da freue ich mich drauf. Fünfter. Hier zum Finale nochmal so ein paar Pünktchen gemacht. Plus 5. Das ist schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich am Anfang hatte. Haben wir jetzt genauso viel, ein bisschen weniger oder sogar ein bisschen mehr? Keine Ahnung. Werde ich im Schnitt gleich nochmal sehen. Yo. So, und an der Stelle würde ich dann sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!